Audioeinsprache von Deborah über das Fest der unbefleckten Empfängnis. Liebe Freunde, auch in diesem Jahr werden wir noch einmal die Mutter Gottes in ihrer unbefleckten Empfängnis feiern. Was können wir über sie sagen? In meiner kleinen Erfahrung als Seele, seit ich 18 Jahre alt bin, habe ich sie öfters gesehen. Und ich muss sagen, dass mir immer wieder etwas aufgefallen ist an diesem Muttergottesfest. Wie ihr gebeugter Kopf nach unten schaut und wie sie ihre Arme nach uns ausbreitet, der Welt hinzu, voller Gnaden, diese Gnaden, die wir so oft nicht verlangen und dort in ihrem makellosen Schoß bleiben. Es ist etwas, das mich immer getroffen hat, diesen Kopf, den sie nach unten lehnt, um den Kreaturen, um uns allen klarzumachen, dass sie wirklich die Dienerin Gottes ist, die nicht ihrer Verdienst wegen all dies bekam, aber durch ihre Teilnahme hat uns alle diese Gnaden verdient, die wir in dieser Zeit extremer Schwierigkeiten erhalten können. Lasst uns alle in einem Gebet des Herzens vereint sein. Lasst uns auch in Gott entführen, wie die Mutter Gottes getan hat, wie die Mutter Gottes sehen konnte. So hat sie alle Probleme gelöst, jedes Mal, wenn sie sich dem Vater zuwandte, konnte sie auf dieses Paradies schauen, in den Mauern ihres Hauses verschlossen, ohne Angst zu haben, dass das Böse, dass der Teufel über unsere arme Existenz triumphieren will. Es versteht sich von selbst, dass die Menschheit manchmal so hinausgeht, um zu leugnen, dass es einen Hass, einen satanischen Hass auf die Mutter Gottes und ihre Abstammung gibt. Aber die Mutter Gottes ist in der Lage gewesen, alles mit ihrem Glauben zu überwinden. Warum ist es so? Jenes Blut, das Jesus damals das Leben gab, ist das Blut Mariens, dieses Blut, das zum Baum des Lebens geworden ist, dessen Früchte Medizin für die Welt ist. Durch die Tränen ist dieses gesegnete Öl von Manduria, das sie verbreiten will und uns allen geben will, damit nicht nur das Elend des Fleisches, sondern auch des Geistes, sobald es überwunden ist, fast verherrlichen werden will. Was können wir noch über unsere Mutter sagen? Dass sie nicht das Gemetzel der Welt erlitten hat, sondern mit der großen und starken Lunge eines Riesen atmen konnte. Eine kleine Tochter, die nie gezweifelt hat. Auch wir werden triumphieren, wenn wir wie die Mutter Gottes dieses Gefühl des Verlangens nach Vollkommenheit haben und uns mit Licht erfüllen lassen. So wird man Leuchttürme
für die Welt werden, liebe Freunde, wahre eucharistische Seelen. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Fest der unbefleckten Empfängnis der Geburt Jesu vorausgeht. Und deshalb, als der Herr eine Seele nahm durch das Fleisch der Mutter Gottes, wird dieses Blut der Jungfrau wirklich etwas Ungläubiges. Es ist etwas Unermessliches, etwas Großes. Und die Mutter Gottes gibt uns das zu verstehen. Man kann die inneren Dinge nicht nach dem äußeren Aspekt beurteilen. Das hat sie nie getan. Die Liebe war sichtbar und ist immer noch sichtbar, wenn die Mutter Gottes erscheint. Man sieht, dass sie voll der Liebe Gottes ist, dass sie mit der vollkommensten Liebe verheiratet ist und dass Jesus das Feuer ist, das sich dem Schnee verbindet. Es ist, als ob die Materie, der heiligste Teil mit dem menschlichsten, schwächsten, zerbrechlichsten Teil verschmilzt. Dort bereitet der Herr sein zukünftiges Opfer in diesem Herzen, in diesen Venen. Möge die Mutter Gottes der letzte Schrei für uns sein. Dann also Kraft und Mut mit Gottes Segen. Geht weiter, vom Größten bis zum Kleinsten, denn nur die Wahrheit gibt uns das Licht über die wirkliche Geburt und über das wirkliche Sterben und macht uns alle gleich. Aber wir sind nicht alle gleich, in dem Sinne, dass es Menschen gibt, die es schaffen, unglaubliche Ziele zu überwinden. Sie schaffen es, die Liebe eines Projektes der Heiligkeit wahnsinnig zu verstehen. Dann aber, meine Freunde, schaut auf den, der keine Strafen für uns will, sondern nur Liebe. Sie, die Mutter Gottes, senkt den Kopf, um uns klarzumachen, dass Opfer notwendig sind, aber Gott benutzt kleine Geschöpfe, kleine Dinge, um den ganzen göttlichen Willen in uns erscheinen zu lassen. So, liebe Freunde, möge die Gnade des Herrn Jesus Christus, die mystische und eucharistische ungeliebte Liebe auf uns allen sein, auf all denen, die mit ihrer Großzügigkeit ein Opfer Gott darbringen. Geht alle, kleine Ameisen, kleine Bienen, weil es immer noch so viel Apostolat, so viel Hilfe und so viel Gebet notwendig ist, um die Welt zu verändern. Aber die Unbefleckte hat schon gesiegt. Gelobt sei Jesus Christus.